Martin Walsers aktueller Roman »Ein liebender Mann« erscheint in diesen Tagen auch in China. Aus diesem Anlass war er im chinesischen Kulturzentrum in Berlin zu Gast. Zahlreiche Werke des 82-jährigen Schriftstellers sind bereits ins Chinesische übersetzt worden, auch weil er in China sehr verehrt wird. Martin Walser gilt dort als das Idealbild des alten Weisen. Während seiner Lesereise unter anderem in Peking und Shanghai im vergangenen Herbst habe Walser einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, so der Direktor des Kulturzentrums Bai Yang. Ich finde ihn sehr sympathisch, sehr interessant und sehr cooler weiser Mann. Und auch zu China sehr, sagen wir mal, ohne irgendwelches fremdes Gefühl, obwohl er zum ersten Mal oder ganz selten in China ist, aber ganz ohne Arroganz, ohne so eine solche Form zu haben, als eine bekannte Persönlichkeit in Deutschland zu sein. Das ist ein ganz normaler Mensch. Und dieser positive Eindruck beruht auch auf Gegenseitigkeit. Als große Ehre empfand Walser beispielsweise, dass eine junge Chinesin, die er kennenlernte, sein Buch »Ehen in Philippsburg« aus dem Jahre 1957 neu übersetzt hat. Und dann kommt diese Frau und hat die zweite Übersetzung gemacht, weil ja die erste Übersetzung nicht gut genug war. Ich finde, sehr viel mehr kann ein Autor von einem Land nicht erwarten. Was Walser neben Land und Leuten auch in steter Erinnerung bleiben wird, ist der chinesische Rotwein. Sein Kommentar: einfach wunderbar.